Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich habe Angst, dass mich das Vieh trifft. Und ja. Wie ihr wisst, ist ja beim letzten Mal irgendwie mein Spiel so ein bisschen abgekackt. Und deshalb muss ich... Ja! Mistvieh! Hör auf, mich anzupupsen. So, deswegen muss ich jetzt halt einen Teil davon nochmal spielen quasi. Bin aber jetzt bis hierhin wieder vorgedrungen und muss jetzt dann zusehen, dass ich hier mich nochmal zurechtfinde. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin, wo ich war. Ich habe eine kurze Pause gemacht. Weil irgendwann muss auch ich mal was essen, ne? Komm schon, kühlt ab. Wie viele habe ich denn mittlerweile eigentlich? 21, mein Gott, wie viele braucht der Kerl? Ist ja Wahnsinn. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Warum komme ich da nicht rein? Ich will da aber rein. Rollin, rollin, rollin. Okay, das war der Punkt, wo ich... Warum zum Henker sollte ich... Doch, da unten wollte ich. Ah, doch, Bingo. Okay, da unten ging es noch irgendwo weiter. Ich glaube, auf diese Art und Weise... Hör auf! Nicht pupsen! Nicht pupsen! Nein, aua! Hier wird nicht gepupst! Lass mich! Nein! Von pupsenden Regenbogenschildkröten, ey. Ah, du triffst ja gar nicht. Oh, ah, Oh, wow. Ach, das war eine Stufe. Mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. So. Einmal hier links. Diese Schnecken hier. Nee, Mensch, Mensch, Mensch. So. Und zack. Autospringen zum Glück wieder angemacht. So. Worüber habe ich denn zuletzt geredet? Ich habe es total vergessen. Ich weiß es gar nicht mehr. Schokofrosch, das ist sehr gut. Nachdem mich die Schildkröte so oft angepupst hat, brauche ich jetzt ganz dringend einen Schokofrosch. Ich glaube, ich hatte darüber gesprochen, dass als die Harry Potter Filme aufhörten, für mich so ein kleiner Teil meiner Kindheit auch aufgehört hat. Und... Ach richtig, ich war bei den Geschichten stehen geblieben. Richtig, da war ja was. Ja, ich glaube, erzählt hatte ich schon, dass ich früher dann selber versucht habe, irgendwie die Bücher... weiter zu schreiben. Natürlich ist jetzt klar, wenn ich ein Thema ansprechen möchte, kommt gerade diese Filmsequenz. Okay. Dann würde ich sagen, bringe ich Hagrid einfach erstmal die Feuersamen zurück. Oh, halt, 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 stopp, stopp, stopp. Ja. Los geht's. Gut gemacht, Harry. Danke. Hast all die Feuersamen gesammelt, die ich brauche. Hier. Eine Bildkarte für dich. Nicht aus meiner eigenen Sammlung. Komm oh, rein, ist so süß. Harry. Putz dir die Füße ab. Ja, Füße abputzen ist wichtig, Leute. Immer höflich sein und bevor ihr ein Haus betretet, immer die Füße abputzen. Das sieht nach Sarazar ist jemand anders. Können wir uns aber gleich angucken. Ja, würdest du... Es wäre sinnig, die Treppe hochzugehen. Leg sie ins Feuer, Harry. Du hast es geschafft, Harry. Es schlüpft. Ist er nicht wunderhübsch? Werd ihn Norbert nennen. Ein norwegischer Stachelbuckel. Na komm schon, mein Schöner. Ja. Ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber ich habe eine Flöte von ihm bekommen. Bereitest dich jetzt am besten aufs Quidditch-Spiel vor. Wird sicher ein spannendes Spiel. Die Slytherins sind ziemlich gut. Wirst es ihnen schon zeigen, nicht wahr? Klaro. Weil ich auch innerhalb der letzten... Etwas zu fressen geben. Weil ich auch innerhalb der letzten Stunden so viel über Quidditch gelernt habe. Oh. Okay, also Zeit zum Vorbereiten habe ich auch nicht mehr. Willkommen bei Quidditch. Ich heiße
Jordan und bin der Kommentator. Gryffindor spielt gegen Slytherin. Die Quidditch-Spiele fand ich im ersten Teil noch sehr interessant. Allerdings in den späteren Teilen spielt man überhaupt kein Quidditch mehr. Am Ende des Quidditch-Feldes gibt es drei Tore. Die Jäger spielen mit dem Quaffel und versuchen ihn durch die Ringe zu werfen, um Punkte zu erzielen. Es ist wichtig, die Klatscher immer im Auge zu behalten. Klatscher sind verzauberte Bälle, die einen vom Wesen hauen können. Jedes Team hat zwei Treiber, die versuchen, diese Klatscher abzuwehren. Der neue Sucher im Gryffindor-Team ist Harry Potter. Es ist seine Aufgabe, den goldenen Schnatz aufzuspüren und ihn dann zu fangen. Jordan, hier wird keiner bevorzugt behandelt. Tut mir leid. Man sollte zuerst versuchen, den Klatschern auszuweichen und dann den Schnatz zu fangen. Das Team, das den Schnatz fängt, gewinnt. Viel Glück! An sich stimmt das ja gar nicht. Genau genommen gewinnt das Team mit den meisten Punkten. Das Team, das den Schnatz fängt, beendet das Spiel. Lasst uns mit dem Quidditch-Spiel beginnen. Ein goldenes Glänzen. Ist das der Schnatz? Vielleicht. Reicht einem heranrasenden Klatscher der hinterlässt doch gar nicht so eine riesig lange Flammenspur, da hier, der man folgen kann. Slytherin. Da kommt Potter. Ich hab den... Gib jetzt nicht auf! Moment, ich hab den... Das Aua! Das wird er auf morgen noch spüren. Definitiv. Ach, da ist er. Wow. Entweder von Fred oder au. George Weasley. Kann ich genau sagen, welcher von beiden es war? Mann, die scheiß Klatscher. Was macht ihr da? Seht euch nur mal diesen Potter an. Er jagt den Schnatz. Ich dachte, es würde keiner bevorzugt fangen. Potter jetzt kurz davor. Au. Ich bin so ein schlauer Mensch. Hast, Harry! Wo zum Henker ist dieses Ding schon wieder? Da. Ich finde, die Quidditch-Spiele sind ja definitiv ziemlich nervig gerade. Was? Wieder was? Beeindruckendes Talent! Absolut. Bleib dran, Harry! Harry Potter kommt dem Schnatz immer näher! Ach, sei doch still. Er kommt immer näher! Das Publikum ist auf dem Häuschen! Los, Harry Potter! Ich denke, mein Gott! Gebt alles, Gryffindors! Am Anfang noch gesagt, es wird keiner bevorzugt verhandelt und dann quatscht der nur von mir. Konzentriere dich aufs Ziel! Kein Glück. Nein, oben, nach oben! Da kommt ein Klatscher! Ah! Ich habe noch nie jemanden so fliegen sehen! Nein, der Schnatz ist weg! Potter jetzt kurz davor! Es ist der helle Wahnsinn! Potter gewinnt! Klatscher! Potter wäre beinahe getroffen worden! Das ist wirklich so, der redet die ganze Zeit nur von mir. Es tut mir leid, wenn ich gerade so wenig rede, aber ich bin ein wenig dezent konzentriert, weil dieses Fliegen ist einfach nur super nervig. Das finde ich nervig, aber es ist so schwierig. Zeig uns, was du drauf hast! Entschuldigung, Professor. Bleib dran, Harry! Wie zum Henker kann ich denn... Potter kommt dem Schnatz immer näher! Mann, wie kann ich den denn fangen? Kommt immer näher! Das Publikum ist auf dem Häuschen! Los, Harry Potter! Oh, jetzt... Was muss ich denn drücken? Entschuldigung, Professor. Wunderbar! Oh, ich hab ihn! Potter hat es geschafft! Mein Gott! Gryffindor hat Slytherin besiegt! Gut gemacht, Harry Potter! Dankeschön, aber du hättest trotzdem mal ein bisschen mehr vom Spielverlauf erklären sollen. Mein Gott, guckt euch mein Leben an. Ich bin einfach mal beim Quidditch-Spielen fast gestorben. Ja, Quidditch ist ein ziemlich schwieriger Sport und zumal mir keiner vorher erklärt hat, wie man es spielt, ist es natürlich auch verständlich, dass ich Harry da einiges Potter, an Leben einbüßen musste. Der jüngste Sucher in der Geschichte von Hogwarts gewann das Quidditch-Spiel. Awesome. Nochmal Glückwunsch zu eurem Sieg im Quidditch. Ihr wart einfach fantastisch. Dankeschön. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, Harry. Ne? Ron und ich haben seltsame Geräusche vor der Tür zum verbotenen Korridor gehört. Komm in den dritten Stock und hör es dir selbst an. Das fand ich auch wiederum so interessant.
dass Dumbledore am Anfang noch gesagt hat, also bei dieser Zeremonie in der großen Halle, dass man auf keinen Fall beim Korridor im dritten Stock... Ich habe gerade gelesen, dass bei Gringotts der Zaubererbank eingebrochen wurde. Ich würde zu gern wissen, wer das war. Am Anfang hat Dumbledore noch gesagt, man darf auf gar keinen Fall in den dritten Stock und darf da nirgendwo irgendwas tun. Und dann später hat er mir aber persönlich nochmal gesagt, ich soll hinter jede Tür schauen. Nee, da kann ich auch nichts machen. Hier bin ich falsch wahrscheinlich, sonst würde sich die Tür eröffnen. Ich habe keine Ahnung, wer Mine ist. Okay, Korridor im dritten Stock. Geht's hier hoch? Achso, ich muss den Sound wieder leiser stellen. Ups. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt überhaupt gehört die ganze Zeit. Okay. Folgen wir mal Fred und George. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich hier falsch bin, aber... Ist ja egal, ich habe ja Zeit, ne? Warum ist da nichts drin? Doch, da ist eine Bohne drin. Aber warum war da nichts drin? Nein, ich will erst die Kisten haben. Weil... Schub. Was ist hier? Wo zum Henker bin ich hier? Also, was ich an den folgenden Teilen noch ganz genial fand, ist, dass, glaube ich, ab dem dritten Teil, ich bin mir nicht ganz sicher, ab welchem, aber ab einem bestimmten Teil, ist das Schloss einfach wirklich komplett so aufgebaut, wie es im Film war. Und das fand ich richtig... Gott, erschreckt mich doch nicht immer, die kommen immer aus irgendwelchen Ecken. Klar doch. Danke, Harry. Die haben wir wirklich dringend gebraucht. Wir brauchen sie für einen kleinen Streich, den wir den Slytherins spielen wollen. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Wundervoll. Streiche für Slytherins. Wir haben noch eine Menge zu tun. Da bin ich natürlich immer für. Ich habe das Gefühl, den habe ich schon. Oder? Kann man Karten zweimal sammeln? Das wäre doch unsinnig. Okay, wartet kurz. Ich habe sowieso, glaube ich, noch ein paar, die ich mir noch nicht durchgelesen habe. Ich gehe mal kurz zurück hier. Die drei kenne ich. Die drei kennen wir auch. Den hier oben kennen wir auch. Den auch. Den hier kennen wir noch nicht. Bowman Wright. 1492 bis 1560. Entwickler des goldenen Schnatzes. Damit man die kleinen Schnatzer nicht immer... ne? Und so. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Bertie Bott, geboren 1935. Erfinder der Bertie Botts wohnt in allen Geschmacksrichtungen. Da hier kein Todesdatum steht, gehe ich davon aus, dass er noch lebt. Und immer noch sehr viel Geld dafür bekommt. Habe ich doch gesagt, Salazar Slytherin, Mittelalter, Daten unbekannt, Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Habe ich noch mehr? Hier ist noch einer. Herpo der Üble, Grieche, erschuf den ersten Basilisken. Ach stimmt, die kann man doch, glaube ich, wenn man... ein Hühnerei von der Schlange ausbrüten lässt oder so? Irgendwie so, keine Ahnung. Dann kommt auch, glaube ich, so ein Basiliskenviech bei rum. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich hatte auch damals dieses, ich hatte so kleine Bücher, Quidditch im Wandel der Zeiten habe ich mal bekommen und dieses, magische Wesen und wo sie zu finden sind, Kram, Gedönsens. Man kann ja 100.000 Nebenbücher neben den Harry Potter Büchern noch erstehen, sag ich mal. Ha! Ich wusste, dass man mit diesem Bild irgendwas anstellen kann. Tada! Also wie ihr seht, es ist wirklich nicht schwer in diesem Spiel irgendwie die Geheimnisse alle aufzudecken, sag ich mal. Meistens sind zwar nur Bohnen oder Bildkarten dahinter, aber es lohnt sich ja auf jeden Fall, wie man am Ende... Ja, ich habe das Auto springen wieder an, ich weiß. Kann man die hier auch aufmachen? Nee, ne? Nee, kann man nicht.
Okay, dann würde ich sagen, muss ich mal wieder zurück, weil ich immer noch in den dritten Korridor... In den dritten Korridor, genau. Ich muss unbedingt in den dritten Korridor. What the fuck? Hi. Diese Gnome sind nervtötende kleine Biester, nicht wahr? Auf jeden Fall. Da kann man ein Lied schon von singen, du. Kann ich den anzaubern? Ja. Oh. Hey, cool. Also am besten, wenn ihr das Spiel selber spielt, einfach mal alles anzaubern. Dann habt ihr auf jeden Fall, seid ihr auf der sicheren Seite, alles zu finden. Das ist auch eigentlich... Oh. Ich habe einen längeren Gang gefunden. Cool. Oh. Mistviecher! Ganz viele Gnomen. Ganz viele, ganz viele. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Nein, meine Bohnen. Oh mein Gott. Oh, diese scheiß kleinen Viecher. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh Mann. Die Dinger sammeln meine Bohnen ein. Wow. Okay, aber dafür bekomme ich ja einige zurück. Ich weiß gar nicht, ob es in dem ersten Teil schon diese Gnomenlöcher gab. Aber muss es ja eigentlich, ne? Also auf jeden Fall gibt es normalerweise so Löcher, wo man die reinschmeißen kann. Man kann die auch eigentlich aufheben und durch die Gegend werfen. Normalerweise hier offensichtlich nicht. Das heißt, hier im ersten Teil gibt es diese Gnomenlöcher noch gar nicht. Okay, das erklärt natürlich einiges. Demnach muss man hier einfach dafür sorgen, dass man den Viechern möglichst aus dem Weg geht. So. Jetzt probiere ich es hier hinten nochmal und dann gucke ich mal, ob ich da diese Treppe hoch kann. Ja. Böses Kratzen im Hals. Immer noch. Cool, hier in diesem hinteren Teil war ich noch nie. Das ist voll genial, wenn man ein Let's Play daraus macht, dann will man natürlich jede einzelne Ecke dieses Schlosses hier erkunden und findet dann Ecken, in denen man einfach vorher noch nie war. Was ist das hier? Voll gut. Okay. Ah, zwei Bohnen. Naja, aber immerhin besser als gar nichts. Ich finde das cool, wo es hier überall Geheimgänge gibt. Das ist echt cool. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich finde... Ich spreche nicht mit Erstklässlern. Du siehst selber aus wie eine Erstklässlerin, mein Gott. Geht das hier auch? Nee, geht das leider nicht mehr. Sieht aus wie so riesige Zaubertrankregale. Du bist ziemlich hartnäckig, stimmt's? Ja, bin ich. Oder ich bin in der Bibliothek. Aber das sieht nicht aus, als würden da Bücher stehen. Da stehen eher so Flaschen und sowas. Der Aufbau ist so ähnlich wie bei uns in der Videothek. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt hier nicht irgendwie zwischen den Regalen irgendwas finden kann. Aber die sehen so aus, als könnte man irgendwas davon verzaubern. Oder auch nicht. Hätte ja klappen können. Aber das kann man. Auf jeden Fall. Okay. Ah! Um Gottes Willen. Kann ich das nochmal rückgängig machen hier? Also komme ich doch da nicht runter. Sterbe ich doch. Autsch. Oh, offensichtlich nicht. So, um wieder hochzukommen. Okay, verstehe. Sehr cool, auf jeden Fall. Sehr cool. Okay, also ich merke, dass ich in diesem Let's Play viel, viel mehr Geheimgänge finde, als ich es vorher getan habe. Das freut mich sehr. Dadurch entdecke ich selber nochmal ein paar mehr Geheimnisse hier. Und ich glaube, hier ging es weiter. Jetzt bin ich aber wieder hier, oder? Ja, ich glaube, jetzt bin ich wieder in diesem großen Saal hier. Bei dem ich einfach immer noch nicht weiß, wollte ich nicht diese Treppe hochgehen? Ich wollte diese Treppe hochgehen. Und das werde ich jetzt auch tun. Und Hermine wartet einfach immer noch die ganze Zeit im dritten Stock auf mich. Ist mir jetzt egal. Ich will Hogwarts erkunden. Hier. Du hast ja wirklich eine blitzförmige Narbe auf deiner Stirn. Wirklich? Nee. Wusste ich ja gar nicht.
Danke, dass du mir das gesagt hast. Okay, wo zum Henker lande ich hier? Das sieht auf jeden Fall sehr ver... what? Aha, ein humpelnder Snake. Ja, etwas ganz Furchtbares, Dreiköpfiges auf jeden Fall. Erzähl mir das besser unterwegs, sonst kommen wir noch zu spät zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ach, schon wieder? Hatten wir das nicht am Anfang erst? Wie wäre es, wenn wir irgendwann nochmal schlafen gehen? Aber wie gesagt, die Logik in diesen Spielen lässt immer so ein kleines bisschen zu wünschen übrig. Ich würde mich aber ganz gerne hier oben noch ein bisschen umgucken wenigstens und so ein bisschen so dezent. Weil da vorne war ja eigentlich gerade ein Geheimgang, der sich jetzt aber sicherlich nicht mehr öffnen lässt. Wie sieht's hiermit aus? Natürlich komme ich da auch nicht durch. Wäre ja auch zu schön gewesen. Auf zum Unterricht. Heute wollen wir lernen, wie man mit Hilfe des Lumos-Zaubers schwarze Magie bekämpfen kann. Beobachte meinen Zauberstab. Halte dann die Maustaste gedrückt und mach das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Ich glaube, die Richtung, in die man hier geht, ist relativ wurscht. Hoffe ich zumindest. Ja, gehe ich mal von aus. Boah, es ist hell. Eine herausragende Leistung, Harry. 5 Punkte für Gryffindor. Mach weiter, Harry. Boah, das ist so schwierig, diese Scheiße. Versuche es nochmal. Okay. Also das finde ich persönlich ein Part, der für jüngere Kinder mit Sicherheit echt schwierig ist. Also wenn selbst ich da am Verzweifeln bin. Gut gemacht, Harry. Kann ja aber auch sein, dass die Motorik von Kindern besser ist als die von uns. Das weiß ich ja nicht. Nochmal, Harry. Zeig uns, was du kannst. Alles klar. Was war das jetzt? 80%, ne? Habe ich gerade ja hinbekommen. Müsste eigentlich funktionieren. Ah. Wow, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. 97%. Fuck yeah. Das will ich jetzt nochmal schaffen. Komm schon. Das war brillant, Harry. 15 Punkte für Gryffindor. Komm schon, das schaffe ich nochmal. Nochmal, Harry. Zeig uns, was du kannst. Nein, 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 nein. Komm schon. 95% habe ich doch, oder? Yeah! 99! Wow, wie cool! Oh mein Gott! Eine herausragende Leistung, Harry! Wer ist der Boss? 20 like Punkte für Gryffindor! Oh, baby! Sehr, sehr geil! Auf zur Lumos-Aufgabe. Sammle die Sterne ein. Du kannst jetzt muss er mir natürlich erst wieder erklären, was ich da tun habe. Üben, indem du versuchst, die
Junos Aufgabe zu bestehen. Folge mir. Halte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Du kannst den Zauber an diesem schluckenden Wasserspeier üben. Danke sehr. Ich finde, der braucht immer ewig, um zu reden. Das ist schrecklich. Ziemlich hell, nicht wahr? Du kannst jetzt die Spalte überqueren und dich auf die Suche nach den Sternen machen. Wir treffen uns dann später. In Ordnung, danke sehr. Okay. Also wie ihr hier sehen könnt, Slytherin ist uns immer noch voraus. Hufflepuff hängt wirklich riesig hinterher. Und ja, Ravenclaw kommt uns langsam aber sicher näher, aber sie werden uns nie nah genug kommen. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Sehr interessant finde ich allerdings auch, dass Quirrell ausgerechnet er mir beibringt, wie ich Licht in Dunkelheit bringe. Ja. Mir fällt aber gerade auf, dass ich die Zeit auch wirklich wieder etwas unterschätzt habe. Ich muss den Part auf jeden Fall beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe dieses Mal ein bisschen weniger geredet, das tut mir leid, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich auch immer, wie immer sehr. Und abonnieren nicht vergessen. Schaut auch unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.